Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Tutorial. Heute ist es soweit. Heute fliegen wir zu den Jupitermonden. Hier haben wir alle vier: Io, Europa, Ganymed und Callisto. Wir werden heute auf allen vieren von denen landen. Die Missionen an sich sind sehr ähnlich untereinander. Daher empfehle ich euch einfach, sucht euch euren Lieblingsmond aus und schaut das Tutorial dafür. Dann könnt ihr das auf alle anderen auch anwenden. Ja, also wir haben dieselbe Rakete, selbe Funktionsweise von der Mission und dementsprechend mache ich einfach unten Kapitel ins Video rein, damit ihr euch das dann anschauen könnt, was ihr eben anschauen wollt. Genau. Ihr braucht die Planetenexpansion mindestens, um eben Jupiter und seine Monde freizuschalten. Ansonsten hättet ihr die ja gar nicht. Und hier haben wir das Baufeld. Das kleine Baufeld ohne Teilexpansion, ohne unendlichen Bauplan. Ist vergleichsweise klein, aber das ist genug, um zum Jupiter bzw. zu seinen Monden zu kommen. Als allererstes benötigen wir hier einen Fallschirm, eine Kapsel und ein Hitzeschild. Darunter kommt ein Separator, 15 Tonnen Treibstofftank. Dann brauchen wir zwei 5 Tonnen Treibstofftanks nebeneinander und nochmal 20 Tonnen Treibstofftanks. Ein Velayentriebwerk in der Mitte, zwei nochmal nebendran. Landebeine, seitliche Separatoren und RCS-Düsen. Dann gehen wir zur Aerodynamik und holen uns hier diesen kleinen aerodynamischen Rumpf. Damit hätten wir die Stufe auch schon fertig. Die hat allerdings noch Booster, die fügen wir gleich nebenan hinzu, und zwar hier mit diesen 20 Tonnen Treibstofftanks. Hoppla. Wir holen uns noch zwei weitere Velayentriebwerke. Nochmal 5 Tonnen Treibstofftanks obendrauf. Da kommt dann eine gerade aerodynamische Spitze drauf. Wir nehmen einen Separator, drehen den Kopf über und ziehen den nach unten. Da kommt ein 20 Tonnen Treibstofftank drauf. Und nochmal eine aerodynamische Spitze. Das guckt dann hier so ein bisschen aus dem Bauplan raus. Aber keine Sorge, nach unten hin bleibt Platz. Dann haben wir hier zwei weitere Separatoren. Zunächst einmal hier einen 15 Tonnen Treibstofftank. Der kommt hier so ganz merkwürdig an die Ecke. Und danach nochmal ein 20 Tonnen Treibstofftank. Wir gehen zu den sechs breiten Teilen. Wir nehmen hier diesen 22,5 Tonnen Treibstofftank und einen 30 Tonnen Treibstofftank. Und den kopieren wir dann hier einmal und nochmal, genau so. Und hier unten kommen dann zwei von den 7,5 Tonnen Treibstofftanks hin. Jetzt haben wir hier die Triebwerke. Die Falkentriebwerke. Wir schalten das schon mal an und kopieren davon insgesamt 7 Stück nebeneinander. So, ein bisschen verschoben. Ziehen wir es zurück. Dann kopieren wir die drei hier. Machen auch die Symmetrie an und ziehen die hier an den rechten bzw. linken Rand. Wir brauchen nochmal zwei von den 7,5 Tonnen Treibstofftanks und zwei aerodynamische Spitzen. Und zu guter Letzt hier ein seitlicher Separator. Den machen wir einfach hier hin, wo quasi die Linien sich verbinden würden. Und damit hätten wir auch im Grunde die Rakete schon gebaut. Dann können wir das hier außenrum entfernen. Und jetzt machen wir die Stufen. Als allererstes die beiden seitlichen Separatoren. Hoppla. Danach, hoppla, bei den seitlichen Separatoren kommen die Triebwerke hier noch hinzu, weil die Booster natürlich weg sind. Da besteht keine Gefahr, dass irgendwas kaputt geht. Nachdem diese Separatoren auch aktiviert wurden, kommen auch noch die inneren hinzu. Dann ist ja unter diesen Triebwerken überhaupt gar nichts mehr. Hier kommen dann die seitlichen Treibstofftanks weg.
Währenddessen transferieren wir den Treibstoff in die unteren Treibstofftanks. Schließlich kommen diese Separatoren hinzu, die drei Triebwerke hier und die Landebeine. Danach nochmal die Landebeine, jetzt heben wir wieder quasi ab vom Mond. Dann haben wir den Separator, den Fallschirm und zu guter Letzt den Hitzeschild. Das Ganze sieht dann so aus, also die erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe, sechste Stufe, siebte Stufe und die achte Stufe. Ein Download-Link ist in der Videobeschreibung, falls ihr es nicht abbauen wollt. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht, weil diese Download-Links irgendwie nur so ein halbes Jahr halten, bis sie ablaufen quasi, damit man das trotzdem bis in die Ewigkeit bauen kann, habe ich hier dieses Baututorial gemacht. Wunderbar, dann würde ich sagen, fliegen wir los. Dann erhöhen wir den Schub, zoomen ein bisschen raus und starten die Triebwerke. Und wir haben einen recht geringen Schub, ja, also im Vergleich zu unserer gigantisch großen Masse. Daher heben wir hier recht langsam ab. Ihr seht oben links die Winkelanzeige. Wir drehen immer weiter ein Stückchen nach rechts, bis wir die Zahl erreichen. Und das machen wir so lange, bis die Anzeige verschwindet. So, wir haben noch Treibstoff übrig. Das bedeutet, wir drehen uns hier immer weiter nach rechts, bis unsere Apoapsis, der höchste Punkt hier, aufhört zu steigen. So, jetzt fängt es schon an zu sinken. Das heißt, wieder ein bisschen nach links drehen. Wir haben keinen Treibstoff mehr in der Stufe. Das bedeutet, dass wir jetzt hier einfach die nächste Stufe starten. Und dann können wir auch mit dem Treibstofftransfer beginnen. Wir klicken den oberen Treibstoff an, dann auf den unteren und füllen den Treibstoff in die untere Stufe. Da ist noch einiges übrig. Dann können wir hier schon mal mit anfangen. Wir starten die Triebwerke erneut, um uns jetzt quasi in den Orbit zu bringen. Wir drehen noch mal ein bisschen nach rechts. So, gleich haben wir keinen Treibstoff mehr. Das heißt, das ist genug. Und während das hier noch transferiert wird, drehen wir uns ein Stück nach links. So. Wir koppeln die ab. Und dann drehen wir uns einfach wieder zurück und starten die Triebwerke erneut. Einfach damit wir dort nicht hineinkrachen. Wunderbar. Dann verfolgen wir unsere Rakete hier und ziehen hoch nach links, damit die Apoapsis direkt bei uns ist. Und da haben wir die niedrige Umlaufbahn der Erde erreicht. Wunderbar. Können wir das auch einmal abspeichern? Dann machen wir Folgendes. Wir zoomen raus. Soweit, bis wir Jupiter sehen können. Wir klicken drauf und dann auf Navigation. Wir haben jetzt hier unseren Transferfenster, die gestrichelte Bahn, das ist unsere Flugbahn, bis zum Eintrittspunkt, das heißt, wenn wir Jupiter erreichen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Erde auf dem Transferfenster ist. Und dazu beschleunigen wir halt ein bisschen die Zeit. Da haben wir es. Dann fokussieren wir die Erde, zoomen noch ein bisschen weiter rein und auch hier beschleunigen wir die Zeit bis zum Transferfenster. Wir drehen uns in Fallrichtung,
Das heißt, in meinem Fall gerade nach links. Und dann auch ein bisschen weiter, weil ihr seht, an dem Punkt, wo das Transferfenster ist, gehen wir schon so ein bisschen nach links oben. Das sollte dann genügen, so ungefähr. Und dann können wir auch hier schon die Triebwerke starten. Wir werden nämlich eine ganze Menge Treibstoff benötigen, um überhaupt erst zum Jupiter zu gelangen. Ich empfehle euch, das Ganze in zwei Teile aufzuteilen, einfach um das Ganze ein bisschen effizienter zu machen. Das heißt, wir geben hier so lange Schub, bis irgendwie 5000 Kilometer Höhe. Dann stoppen wir die Triebwerke und dann beschleunigen wir die Zeit, fliegen einmal um die Erde rum, wieder zurück zum Transferfenster und machen das Ganze erneut. So, nochmal nachkorrigieren. Bisschen mehr korrigieren. Dann geben wir wieder Schub. Wunderbar. Wir haben schon die Erdumlaufbahn verlassen und sind jetzt schon auf dem Weg zum Jupiter. Seht den Delta-V-Wert hier. Der wird immer kleiner. Das heißt, wir brauchen immer weniger zusätzliche Geschwindigkeit, um den Jupiter zu erreichen. So, Schub reduzieren. Wir haben jetzt hier schon einen Eintritt beim Jupiter. Dementsprechend können wir den Schub quasi auf Null schon bringen. Und je nachdem, welchen Mond ihr jetzt besuchen wollt, müsst ihr dann eben die Bahn auf die richtige Höhe bringen. Und an der Stelle würde ich euch nochmal empfehlen, das einmal abzuspeichern, zum Beispiel unter dem Namen Jupiter. Ich beginne dann mal mit Callisto. Wir sind hier im Grunde schon an der richtigen Höhe. Das heißt, wir können jetzt hier einfach die Zeit ein bisschen beschleunigen, bis wir den Jupiter erreichen. Jupiter ist natürlich sehr groß, sehr schwer, hat dadurch einen sehr großen Einflussbereich im Vergleich zu allen anderen Planeten, ist schließlich der größte Planet. Und daher können wir sehr früh in den Einflussbereich eintreten. Wir beschleunigen die Zeit bis zur Periapsis und drehen uns entgegen der Fallrichtung. Also in meinem Fall nach unten. Dann geben wir Gas. Und zwar so lange, bis wir hier eine Flugbahn bekommen. So, da sind wir in einer Umlaufbahn um den Jupiter. Ihr seht, wir haben nicht mehr viel Treibstoff, aber das bisschen werden wir noch nutzen müssen. So, um die Apoapsis zu verringern, bringen wir das mal auf 900.000 Kilometer. Wir klicken auf Callisto, auf Navigation. Und beschleunigen die Zeit ein bisschen. In den meisten Fällen sind die besten Orte für so ein Transferfenster entweder kurz nachdem, Moment, stört, entweder kurz nachdem ihr unter die Bahn drunter kommt, also etwa hier, beziehungsweise knapp über der Bahn drüber seid. Das heißt, wir sollten jetzt hier gleich direkt einen Transfer bekommen. Und da seht ihr, wir müssen nur ein bisschen langsamer werden. Diese 1,95 Meter pro Sekunde, das ist gar nicht viel. Da können wir einmal kurz die Triebwerke anschalten und schon sind wir ziemlich dicht dran. Da können wir jetzt auch RCS-Düsen benutzen. Na, ist ein bisschen zu stark, aber jetzt haben wir es. Wir beschleunigen die Zeit bis zur Apoapsis. Und jetzt vollführen wir ein sogenanntes Swing-By. Zur Information, Anzahl an Orbitallinien sollte mindestens auf 4 sein. Ihr könnt es gerne höher machen. Sich eher als unnötig an, aber ihr seht, wenn wir es nur auf 3 haben, dann seht ihr da keine zweite Bahn. Ja? Wenn ihr das auf 4 macht, dann könnt ihr die zweite Bahn sehen und dann könnt ihr im Grunde eure Auswirkungen vom Swing-By-Manöver erkennen. Und in dem Fall
passiert etwas, was wir nicht gerade haben wollen. Unsere Apoapsis wird quasi auf das Doppelte vergrößert. Im Allgemeinen ist es so, wenn ihr gegen den Uhrzeigersinn ein Swing-By-Manöver macht, dann ist es quasi eine Verkleinerung des Orbits, das könnt ihr hier sehen. Und auch wieder für gewöhnlich, je näher man an den Planeten rangeht, desto effizienter es ist. Mal sehen, ob ich das hier schaffe. Ja, das ist gut genug. Wir können das hier, sobald wir in dem Einflussbereich drin sind, noch ein bisschen verändern. Und damit haben wir hier gerade große Mengen an Treibstoff gespart. So, Einflussbereich von Callisto erreicht. Wir erhöhen wieder die Periapsis. Und dann zoomen wir einfach so nah rein, wie es geht. Ja, und dann seht ihr hier schon, da haben wir kein Problem mit der Oberfläche. Hier wird es dann aber schwierig. Deshalb müssen wir hier unsere Bahn noch ein bisschen erhöhen. Na, ich denke mal noch ein bisschen, ein kleines bisschen so. Also sind wir hier bei etwa 340 Metern an Höhe. Wunderbar. Und ich empfehle euch auch wieder hier einmal abzuspeichern. Ich habe das hier schon 1000 Mal gemacht. Das sollte nicht allzu großes Problem sein. So, dann zoomen wir mal ein bisschen raus. Wir werden jetzt sehr, sehr dicht an Callisto vorbeifliegen. Und das machen wir jetzt hier irgendwie 6-7 Mal, um diesen ganzen Treibstoff einzusparen. So, da haben wir Callisto. Und hier sind quasi die nächsten Punkte an Callisto. Näher kommen wir jetzt auch nicht mehr dran. Und dann fliegen wir wieder weg. Da haben wir auch ein Bild von Callisto, falls ihr es mal sehen wollt. Soweit ich weiß, soweit ich mich noch daran erinnere, Callisto hat die größte Kraterdichte in unserem Sonnensystem. Das heißt, all diese hellen Punkte da drauf sind Krater. Und die sind im Grunde alle so geblieben, wie als sie entstanden sind. Und jetzt machen wir genau dasselbe. Wir beschleunigen die Zeit. Jetzt sind wir bei 5 Kilometern Höhe. Wir beschleunigen die Zeit. Ihr seht, hier ist dann ein positiver Wert. Das ist nur ein kleiner, vergleichsweise kleiner positiver Wert. Wenn da jetzt plus 30, plus 20 Meter pro Sekunde steht, dann würde ich das tatsächlich nicht machen und einfach eine weitere Runde im Orbit verbringen. Einen besonderen Flyby wird es geben, nämlich den, wo ihr den restlichen Treibstoff aus den beiden Stufen herausnimmt und die dann abkoppelt. Und das machen wir jetzt. Ihr seht, wir sind hier auf einer, naja, auf einem Kollisionskurs mit Callisto. Dann machen wir Folgendes, wir drehen uns im Grunde senkrecht zu unserer Flugbahn. Und zwar so, dass wenn wir jetzt hier Gas geben würden, die Periapsis erhöhen. Dieses Manöver bzw. diese Richtung wird auch als radial auswärts bezeichnet oder radial außen. Und jetzt können wir hier unsere Stufe abtrennen. Wir haben ja hier den Treibstoff schon transferiert. Wunderbar. Können wir auch gerne einmal überprüfen. Hier sind es 108,3 Meter. Also nicht ganz optimal. Okay. Ist jetzt ein bisschen gecheatet. Ich weiß. Ja. So. Dann erhöhen wir mal unsere Bahn, unsere Flugbahn. Und machen dann im Grunde weiter. Also.
Das hier wird unser letztes Flyby sein, weil wir hier schon eine recht ähnliche Bahn zum Callisto haben. Daher werden wir hier auch etwas mehr Treibstoff dafür verwenden, um einen Eintritt zu bekommen. Denn hier ist es ziemlich schwer beim letzten Flyby. So, da haben wir den Eintritt. Wir beschleunigen die Zeit auch hier wieder bis zur Apoapsis. Fokussieren Callisto und bringen uns auch hier wieder auf ein sehr, sehr dichtes Flyby. Diesmal werden wir drauf landen, aber nur so aus Prinzip. Hoppla, das war ein bisschen viel. So, das ist etwa das nächste, was wir hinkriegen. Zeit beschleunigen bis zum Eintrittspunkt. Wir haben noch 95% Treibstoff. Das sollte auf jeden Fall genügen. So, das können wir noch ein bisschen reduzieren. Natürlich nicht allzu stark. Und in dem Fall hier fliegen wir quasi gerade nach links. Das heißt, wir drehen uns gerade nach rechts, um das gut verlangsamen zu können. Und dann beschleunigen wir auch hier wieder die Zeit so weit wie möglich. Wunderbar, wir schauen noch mal kurz raus. Ihr seht, unsere Bahn ist jetzt schon deutlich kleiner als die von Callisto. Sobald wir ein bisschen näher sind, machen wir Folgendes. Wir starten die Triebwerke und bremsen uns so weit ab, dass wir in einen Orbit eintreten. Das wird etwa jetzt der Fall sein, bei 1 Kilometer Höhe. So, wir sollten dafür sorgen, dass die Periapsis etwa auf derselben Höhe bleibt. Also dort sollte natürlich auf jeden Fall nicht kleiner werden. Das würde nämlich bedeuten, dass wir eine Kollision haben. Jedenfalls haben wir hier schon eine Flugbahn. Für gewöhnlich, wenn wir hier sehr weit schon hinten sind, ich meine, ich simuliere das mal, wenn wir quasi zu spät starten, dann müssen wir das mit einem weiteren Orbit machen. Also wir fliegen hier einfach einmal um Callisto nochmal herum, ähnlich wie ganz am Anfang bei der Erde. Und dann sollte es an sich auch kein allzu großes Problem sein. Das braucht dann halt einfach ein bisschen mehr Zeit. So, wir sind jetzt hier sehr dicht über dem Boden schon. Und jetzt machen wir auch wieder genau dasselbe. Wir starten die Triebwerke, um zu verlangsamen. Und in dem Fall, das ist das allerletzte Mal, jetzt verlangsamen wir, dass wir landen können. So, ein bisschen nach links drehen, damit die Apoapsis immer schön bei uns bleibt und nicht irgendwohin abhaut. So, gleich haben wir quasi gar keine horizontale Geschwindigkeit, das heißt, wir drehen uns hier immer weiter nach links. Wunderbar. Und jetzt schnell aus der Karte raus und dann auf Sichtflug gehen. So, vielleicht können wir da ein bisschen rüber watscheln. Dort ist eine flachere Stelle. Da ist es leichter zu landen. Es ist sowieso etwas schwierig, hier auf Callisto zu landen, weil die Oberfläche so rau ist. Aber da hätten wir es. Natürlich nicht umkippen. Das wäre eher unschön. Aber da haben wir es geschafft. Auf der Oberfläche von Callisto gelandet. Ihr seht, hier sind wirklich viele Krater. Ja. Also da sucht ihr euch schön einen großen Krater, wo ihr landen wollt. Was für eine Aussicht. Wunderschön. Dann kehren wir wieder zur Erde zurück. Und das machen wir folgendermaßen. Wir steigen vertikal auf. Das heißt, wir erhöhen den Schub, drehen uns gerade nach oben und ziehen auch schon mal die Landebeine ein. Wir sorgen jetzt dafür, dass wir gerade raus aus dem Einflussbereich hinausschießen. Das ist der einfachste Weg in einen Jupiter-Orbit von hier aus. So, wir haben gerade den Fluchtpunkt erreicht. Können noch ein bisschen weitermachen, aber an sich nicht notwendig. Dann beschleunigen wir die Zeit bis zur Apoapsis. So, die Navigation können wir beenden. Wir drehen uns in Fallrichtung und dann erhöhen wir auch unsere Periapsis, sodass wir keine Begegnung mehr
mit Callisto bekommen. Wunderbar. Wir haben 43% an Treibstoff übrig. Das sollte in Ordnung sein. Wir zoomen raus, klicken auf die Erde, auf Navigation. Ihr seht, hier gibt es quasi schon einen Transfer. Aber schaut mal, wo wir entlang gehen müssen. Wir müssen unter die Bahn der Venus durch. Und theoretisch, wenn wir die Zeit beschleunigen, könnten wir sogar unter die Bahn vom Merkur drunter. Das ist nicht besonders effizient. Das braucht einfach viel zu viel Treibstoff. Das heißt, wir beschleunigen die Zeit einfach wieder weiter, bis wir das nächste Transferfenster erreichen. Und zwar hier. Wir fokussieren den Jupiter und auch hier wieder beschleunigen die Zeit bis zum Transferfenster. Wunderbar, dann drehen wir uns in Fallrichtung. Und dann können wir die Zeit auch noch ein bisschen beschleunigen. Nicht mehr allzu viel. So, und dann geben wir Gas. Man könnte jetzt auch Ganymede dafür benutzen, die Bahn ein bisschen zu erhöhen. Aber das, was wir hier schon gemacht haben an Swing-By-Manövern, das reicht auch. Ja? Also die Rakete ist effizient genug. So. Wunderbar, wir haben einen Eintrittspunkt an der Erde. Und diesen verringern wir noch ein bisschen. Das wird jetzt hier ein bisschen schwer, weil wir sehr, sehr weit weg sind von der Erde. Ihr seht, winziges, kleines bisschen Schub hat einen so gigantisch großen Effekt. Jedenfalls machen wir hier auch an der Erde einen Swing-By. Wenn wir hier jetzt dran vorbeibrettern, ich meine, an sich kann ich es euch einfach zeigen, können die Zeit hier beschleunigen. Wir haben eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit und dann würden wir einfach entweder komplett verglühen in der Atmosphäre oder wir würden daran vorbeifliegen mit sehr hoher Geschwindigkeit. Daher machen wir auch hier einfach ein einziges Swing-By-Manöver und dann sollte das passen. Gehen wir mal zur Periapsis, um uns die Geschwindigkeit anzuschauen. Ja, 3,1 Kilometer pro Sekunde, also sehr, sehr schnell. Und hier haben wir jetzt unsere Bahn schon mal verkleinert, etwa so wie bei einer Rückkehr vom Mars, ein bisschen höher und auch ein bisschen tiefer, aber so ungefähr. Ja. Heißt, wir verlassen wieder den Einflussbereich. 300 Meter pro Sekunde mehr, das ist zu viel, mag ich nicht. Das heißt, wir warten einfach noch mal ein bisschen. Wie viel Treibstoff haben wir noch? 19%, okay. Das ist auf jeden Fall noch einiges, wir werden vielleicht noch 2-3% davon benötigen. Je nachdem, wie effizient wir das hier hinbekommen. Ja, minus 150, auch noch ein bisschen viel, da können wir noch ein bisschen warten. Ist im Grunde immer so ein Ausgleich zwischen Zeit und Treibstoff, den man verwendet. Jetzt haben wir hier plus 210, okay. Das heißt, es schwankt immer hin und her. Sowas kann natürlich auch vorkommen, orbitale Resonanzen genannt. Dass wir zum Beispiel 1,5 Orbits brauchen, während die Erde ein Orbit braucht. Und nach einer gewissen Zeit bleiben wir halt im Grunde stecken, könnte man sagen. Meter pro Sekunde zusätzlich. Ich glaube, das ist so ziemlich das Beste, was wir hier bekommen werden. Das heißt, wir drehen uns in Richtung Fall. Wenn es ein positiver Wert ist, wenn es ein negativer Wert ist, müsst ihr natürlich verlangsamen, also in die andere Richtung. Und tatsächlich wäre es besser, wenn ihr einen negativen Wert bekommt, damit ihr verlangsamt und mit einer geringeren Geschwindigkeit die Erde erreicht. Aber naja, macht jetzt hier nicht mehr ganz so einen großen Unterschied. Wir sind hier schon deutlich langsamer. So, und dann verringern wir die Höhe immer und immer weiter. Okay, sehr viel präziser kriegen wir das erstmal nicht hin. Die Zeit beschleunigen bis zum Einflussbereich der Erde. Wunderbar. Und dann verändern wir hier die Höhe. Ihr solltet auf jeden Fall nicht unter 15 Kilometer gehen, weil ihr sonst einfach komplett verglüht. Also der Hitzeschild geht kaputt. Ja? Daher wäre das eher weniger komfortabel, sagen wir es mal so. Also 17% haben wir noch übrig. Das ist eine ganze, ganze Menge. Brauchen wir alles gar nicht. Dann beschleunigen wir die Zeit. Oh. Abkoppeln, entgegen der Fallrichtung zeigen
und das Feuerwerk genießen, wie die ganze restliche Rakete unter uns abbrennt. So, bei 500 Metern öffnen wir den Fallschirm und dann bei 200 Metern können wir den Hitzeschild abkoppeln. Klonk. Und dann schweben wir hier elegant zu Boden. Erfolgreich abgeschlossen, Landung und Rückkehr. Und da sind wir sicher auf Callisto gelandet. Wunderbar. Ein paar Flybys haben wir gemacht. Eins, zwei, drei. Tatsächlich nur drei. Und beim vierten sind wir dann gelandet. Das kann immer variieren, je nachdem, in welcher Position ihr seid, in welcher Position die Monde sind. Also das hier ist tatsächlich das Minimum, was ich bisher gesehen habe. Ich habe ein paar Missionen ausprobiert. Drei hatte ich bisher noch nicht. Das kleinste, was ich bisher hatte, war fünf. Das höchste, was ich bisher hatte, war acht. Also das ist da schon recht breit gefächert. Ist natürlich auch unterschiedlich, welchen Mond ihr ansprecht. Ja. Natürlich die maximale Temperatur, 5305 Grad Celsius, eine ganze Menge. Und dann hätten wir das hier geschafft. Und dann gehen wir zurück zum Weltraumzentrum. Ich würde sagen, wir fliegen zu Ganymed. Das heißt, wir müssen hier die Bahn noch ein bisschen verringern, bis wir die Bahn von Ganymed überkreuzen. Und dann beschleunigen wir einfach die Zeit, bis wir hier auf der Höhe von Callisto sind. Einfach damit wir so einen gewissen Sicherheitsabstand haben. So, da sehen wir auch schon den Einflussbereich vom Jupiter. Der ist natürlich sehr massiv, ist der größte, schwerste Planet in unserem Sonnensystem, hat dementsprechend so einen gigantisch großen Einflussbereich. Wir beschleunigen die Zeit bis zur Periapsis. An der Periapsis drehen wir entgegen der Fallrichtung. Heißt in meinem Fall so ein bisschen nach unten links. Dann können wir auch schon den Schub erhöhen. Und die Triebwerke starten. Das lassen wir jetzt laufen, bis wir eine Flugbahn um den Jupiter halten. Da haben wir sie auch. Verringern wir sie mal ein bisschen. So. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich meine, wir haben hier noch ein bisschen Treibstoff, aber den möchte ich verwenden für die Swing-By-Manöver, die wir jetzt machen. Wir klicken auf Ganymed, auf Navigation und für gewöhnlich die besten Punkte, um so einen Swing-By bzw. einen Transferbahn zu bekommen, ist, wenn wir quasi von oberhalb der Bahn zu unterhalb der Bahn wechseln oder von unterhalb zu oberhalb. Das heißt, die nächste Möglichkeit wäre hier. Da können wir einfach mal die Zeit ein bisschen beschleunigen. Und sobald wir drüber sind, seht ihr, wird uns eine Bahn vorgeschlagen. Und das ist hier wirklich so ein winzig kleiner Wert, ja? 0,64 Meter pro Sekunde. Das merkt man quasi gar nicht. So, da haben wir jetzt ein kleines bisschen, hoppla, das war nicht gewollt, egal. So ein kleines bisschen positiven Wert. Mal schauen, ob wir den irgendwie, ja, ausbügeln können. Wir beschleunigen die Zeit bis zur Apoapsis. Und jetzt ganz wichtig für Swing-By-Manöver, wenn wir hier zu den Einstellungen gehen, die Anzahl an Orbitallinien muss mindestens auf 4 sein. Ihr seht diese vertikale Bahn im Hintergrund, die horizontale Bahn. Wenn ich das auf 3 runterstelle, verschwindet sie. Ja? Wir brauchen diese Bahn, um einzuschätzen, welchen Effekt unser Swing-By-Manöver hat. Man kann es natürlich auf 10 stellen. Ich sehe da nicht so den Grund dahinter. 4 reicht für gewöhnlich aus. So, wir fokussieren Ganymed und erinnert euch ans letzte Tutorial. Im Allgemeinen bringt es mehr, also kann man verlangsamen, indem man gegen den Uhrzeigersinn um den Planeten, um den Mond herumfliegt und für gewöhnlich, je dichter man daran vorbeifliegt, desto größere Effekte hat es. So, ich kriege das hier leider nicht viel genauer hin als 15 Kilometer oder 6. Das ist auf jeden Fall schon mal besser. Wenn wir uns die Bahn anschauen, dann seht ihr, die wird hier irgendwie gedrittelt. Ja, zumindest halbiert. Sagen wir halbiert. Wir wollen das aber noch ein bisschen
genauer haben. Wir beschleunigen ein bisschen Zeit, dass wir näher an Ganymede dran sind. Fokussieren wieder und verändern unsere Bahn wieder. So, diesmal funktioniert das deutlich besser, wunderbar. Wir zoomen so weit rein, wie es geht und bringen die Bahn so dicht über die Oberfläche, wie ihr euch halt traut. Natürlich viel tiefer sollte man nicht gehen. Sonst knallt man einfach auf die Oberfläche und geht kaputt. Und das will ja niemand, wir wollen ja landen. Daher müssen wir das ein bisschen mit einem Sicherheitsabstand versehen. So, ein bisschen niedriger können wir aber noch. Da ist schon noch eine solide Lücke dazwischen. Wir sind hier bei 82 Metern Abstand. Das ist ja angemessen, würde ich sagen. So, dann können wir hier ein bisschen rauszoomen und unseren ersten Flyby genießen. Da haben wir die Oberfläche. Sie ist ziemlich hügelig, hin und wieder gibt es ein paar Berge. Es könnte ein paar Probleme geben, drauf zu landen. Ja, also es gibt Schwierigeres, aber das ist nicht unbedingt der allerbeste Ort zum Landen. Da haben wir nochmal Ganymede selber. Haufen Krater. Gesteine unterschiedlicher Farbe, wenn es denn Gestein ist. Ganymede soll ja zum großen Teil auch aus Eis bestehen. Salzwasser, Eis. Ja. Und dann schauen wir mal, was wir daraus finden können. Das ist übrigens der größte, schwerste Mond im ganzen Sonnensystem. Größer als der Merkur. Das heißt, wenn Ganymede nicht den Jupiter umkreisen würde, könnte es locker ein eigener Planet sein. Das machen wir jetzt auch immer weiter mit den Swing Bys. Das heißt, hier wieder haben wir einen kleinen negativen Wert. Das heißt, wir verlangsamen ein bisschen, bis wir wieder in einen Orbit eintreten können. Wenn es positive Werte sind, empfehle ich euch, nicht Werte über 20, 30 anzunehmen, einfach einen weiteren Orbit fliegen. Wenn es negative Werte sind, dann kann man auch ein bisschen höhere Werte akzeptieren. Ja? Also minus 20 Meter pro Sekunde würde ich auch noch machen. Wir verlangsamen ja, unsere Bahn wird ja dann sowieso kleiner und das brauchen wir, um in den Orbit von Ganymede zu gelangen. Das hier würde ich zum Beispiel nicht akzeptieren. 36,6 Meter pro Sekunde. Wir machen ja ein ganzes Stück von unserem Fortschritt rückgängig. Daher beschleunigen wir hier einfach mal die Zeit. Bis zu einem weiteren Vorbeiflug. Und ihr seht, minus 6. Es ist ein negativer Wert, ist deutlich besser. Und es ist ein kleinerer Wert, also auch deutlich besser. Das wird hier jetzt wahrscheinlich unser letzter Flyby werden, weil wir hier schon eine recht ähnliche Bahn haben. Ihr seht, die Apoapsis ist schon noch deutlich höher als Ganymede. Die Periapsis ist schon fast auf der Höhe von Europa. Aber wir sind sehr, sehr dicht dran. Daher
würde ich sagen, ist es auch genug. Im Allgemeinen ist es ja immer so ein Ausgleich zwischen Zeit, die man benötigt, um die Mission zu vollführen, und Treibstoff, den man zur Verfügung hat. Und in dem Fall haben wir tatsächlich noch recht viel Treibstoff übrig. Ja, daher würde ich sagen, machen wir das jetzt einfach. Der Wert ist leider positiv. Das heißt, wir müssen in Fallrichtung zeigen. So, gleich haben wir keinen Treibstoff mehr. Das heißt, wir müssen auch gleich die nächsten Triebwerke starten. Das ist jetzt ein bisschen anders, als ich es eigentlich geplant habe, aber naja. So. Wir müssen die beiden Booster einfach nochmal mitschleppen bis zum Ganymed. 3210. So, da haben wir auch schon eine Begegnung. Auch hier wieder Zeit beschleunigen bis zur Apoapsis. Wunderbar. Da ist Ganymed. Jetzt verändern wir unsere Bahn. Andersrum. So, wunderbar. Ganz genau. Ja, wir halten etwa dieselbe Bahn wie vorher wieder. Das heißt, wir haben hier gerade unseren Fortschritt so ein bisschen kaputt gemacht. Egal, wir wollen auf jeden Fall einen Kollisionskurs haben. Dann können wir hier die beiden Booster loswerden, bevor wir landen. Ganz genau. Das sollte schon ein etwas soliderer Aufprall sein. Das heißt, dass beide auf jeden Fall auf die Oberfläche treffen und kaputt gehen. Jetzt drehen wir uns in diese Richtung. Man nennt es auch radial auswärts oder radial außen. Stellt euch mal vor, die Rakete wäre deutlich näher dran. Dann seht ihr, dass wir quasi vom Planeten weg zeigen. Und das nennt man dann radial auswärts. Wir starten also hier die nächste Stufe. Die Triebwerke haben wir gerade schon angeschaltet. Müssen wir jetzt einfach nochmal machen. So, das hat eine Begegnung, einen Kollisionskurs und die andere Stufe auch. Ist wunderbar. Jetzt müssen wir noch unsere Bahn ein bisschen erhöhen. So, das ist ganz in Ordnung. Ich würde das tatsächlich auch wieder ein bisschen runterbringen. Ja, also hier auf 140 Meter, das ist ganz in Ordnung. Wir bereiten uns jetzt auf die Landung vor. Bei unserer Periapsis fliegen wir nach oben links. Wir wollen in die andere Richtung Schub geben, um zu verlangsamen. Das heißt nach unten rechts. So. Wir beschleunigen die Zeit so weit wie möglich. Wunderbar. Die sollten jetzt hier einfach auf die Oberfläche krachen. Und wir beschleunigen hier auch unsere Zeit. Blub, blub, kaputt. Beide kaputt. Und wir erhöhen jetzt hier den Schub, damit wir einen Orbit um Ganymed erhalten können. Ganz genau, wunderbar. Ja, der Orbit ist schon sehr stark anders. Da hätten wir ein bisschen früher beginnen müssen. Aber auch nicht weiter schlimm. Wir machen so lange weiter, bis wir überhaupt einen Orbit um Ganymed herum halten. Wunderbar. Ihr seht, die Periapsis ist nicht mehr sichtbar. Heißt, wir erhöhen hier unsere Periapsis wieder so, dass wir sie sehen können. Dazu müssen wir die Zeit ein bisschen beschleunigen. Und zwar bis zur Apoapsis. Wunderbar. Dann ein bisschen Schub. Ein bisschen weniger wahrscheinlich. Damit wir hier sehr, sehr dicht über die Oberfläche drüber fliegen. Wir sind ja jetzt auch deutlich langsamer. Heißt, wir haben deutlich mehr Kontrolle darüber, wo wir hinfliegen. Und dann machen wir uns jetzt hier auf die Landung bereit. Da würde ich tatsächlich recht lange warten, bis kurz vor der Periapsis Schub erhöhen. Und dann haben wir hier eine sehr, sehr flache Bahn, die über die Oberfläche führt. So, wir wollen natürlich unsere gesamte horizontale Geschwindigkeit loswerden. Und dann sind wir schon ziemlich kurz vor dem Landen. Drehen wir uns einmal nach links, sodass wir hier fast vertikal sind. Und dann
können wir so langsam landen. Ich würde hier gern auf dem Hügel rechts landen, da der deutlich flacher ist. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen navigieren, manövrieren, das wollte ich sagen. So, und da sind wir gelandet. 45% Treibstoff übrig, wunderbar. Und da haben wir Ganymed. Wunderbare Ansicht. Dann fliegen wir mal weiter, beziehungsweise zurück. Wir erhöhen den Schub. Trennen uns vertikal und fahren die Landebahn ein. Und wir verlassen so auch den Einflussbereich, heißt kein Orbit, denn das hier geht deutlich schneller. Noch ein kleines bisschen. So, da hätten wir das. Und dann beschleunigen wir die Zeit bis zur Apoapsis. Die Navigation können wir inzwischen auch beenden. Dann drehen wir uns in Pfeilrichtung. Und dann erhöhen wir den Schub, um uns quasi aus dem Bereich rauszubringen, wo wir eine Begegnung mit Ganymed haben könnten. Das sieht dann so aus. Es könnte auch drunter sein, das ist relativ egal. Ja? Hauptsache ein Orbit, wo ihr keine Begegnung mit Ganymed habt. Dann suchen wir uns ein Transferfenster zur Erde. Das hier ist theoretisch schon eins, aber ihr seht, dass wir hier sogar unter die Bahn der Venus drunter gehen und fast die Bahn vom Merkur kreuzen. Das heißt, wir brauchen hier deutlich mehr Treibstoff und unsere Geschwindigkeit, wenn wir quasi in den Einflussbereich der Erde eintreten, wäre deutlich höher. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen möglichst langsam eintreten. Daher warten wir einfach nochmal und zwar aufs nächste. Und da haben wir das. Wunderbar. Dann fokussieren wir. Beschleunigen die Zeit bis zum Transferfenster. Dann müssen wir uns natürlich wieder in Pfeilrichtung drehen. Ein bisschen noch die Zeit beschleunigen, damit wir ein bisschen näher dran sind. Und dann starten wir die drei Triebwerke erneut. Dann die Zeit eben auch. Wunderbar. Jetzt können wir auch schon den Schub reduzieren. Und 3, 2, 1, 0, da haben wir es. Fokussieren wir die Erde. Und wir machen jetzt wieder einen Swing-By. Wenn wir jetzt hier direkt in die Erdatmosphäre eintreten würden, würden wir einfach verglühen, weil wir mit einer sehr hohen Geschwindigkeit eintreten. Daher machen wir einen Swing-By. Auch hier wieder im Allgemeinen gegen die Flugrichtung, gegen den Uhrzeigersinn, so rum. Also etwa so, das können wir nochmal ein bisschen verändern, während wir auf dem Weg zur Erde sind. Da ist der Jupiter. Und jetzt steuern wir auf das innere Sonnensystem zu. Ihr könnt auch hier schon die Bahn erkennen. Die ist ein bisschen größer als so eine Rückkehr vom Mars, aber nicht viel größer. Außerdem verändern wir die hier noch, indem wir das so ganz knapp über 30 Kilometer hochbringen. Ganz genau, wunderbar. Dann beschleunigen wir die Zeit, machen einen Flyby. Und jetzt warten wir hier auf eine weitere Begegnung. Das könnte ein bisschen länger dauern, weil wir hier im Vergleich zu den Jupitermonden auf einer ganz anderen Größenordnung unterwegs sind. Das sind ja schließlich Planeten und keine Monde. Hier haben wir aber ein recht gutes Transferfenster bekommen. Wir haben noch ein bisschen Treibstoff übrig, das heißt, das sollten wir schon schaffen. Höhere Werte sind natürlich auch möglich. Sie sollten aber nicht, vor allem nicht positiv sein. Wenn sie positiv sind, ist das eher unvorteilhaft, weil ihr dann ja die Eintrittsgeschwindigkeit erhöht und dann verglüht ihr. Ja. Also es wäre bevorzugt, wenn es negativ ist. Und wenn es positiv ist, dann sollte es ein recht kleiner Wert sein. So, wieder die Zeit beschleunigen bis zum Einflussbereich der Erde. Wunderbar. Dann verändern wir hier noch die Höhe.
Und zwar empfehle ich euch nicht auf unter 15 Kilometer zu gehen, weil sonst verglüht ihr einfach. Ich mache das hier bei 16, wenn wir es hinkriegen würden. Egal, 16,1 ist dicht genug. Dann beschleunigen wir die Zeit, bis wir kurz davor sind, in die Atmosphäre einzutreten. Oder wir machen das zu spät. So. Jedenfalls können wir uns jetzt hier das kleine Feuerwerk anschauen, während wir hier durch die Luft rasen mit 3000 Meter pro Sekunde. Schaut euch den Hitzeschild an. Der wird ganz schön heiß. Wir sind schon bei 5000, 5400, 5460, irgendwas 60. Also wir waren schon sehr dicht dran. Viel tiefer sollte man da nicht gehen, sonst geht alles kaputt. Die Kapsel hat auch eine Hitzeresistenz von 1000 Grad Celsius oder so. Das heißt, die könnte dann auch noch ein bisschen aushalten. Aber wenn allein schon der Hitzeschild kaputt geht, dann ist das natürlich schon ziemlich gefährlich. Wir sind fast wieder zu Hause. Nur noch 2,5 Kilometer. So, bei 500 Metern öffnen wir einfach mal den Fallschirm. Und bei 200 Metern können wir den Hitzeschild abtrennen. Klonk, da ist er kaputt gegangen. Und jetzt sind nur noch Kapsel und Fallschirm übrig. Erfolgreich abgeschlossen, Landung und Rückkehr. Auf der Oberfläche von Ganymed landen und sicher zurückkehren, das haben wir gerade geschafft. Da können wir es einsammeln. Wir hatten hier ein paar Swingbys. 1, 2, 3, 4. Wir hatten 4 Swingbys und beim fünften Mal sind wir dann gelandet. Das ist so ganz durchschnittlich. Das Niedrigste, was ich bisher so mitbekommen habe, waren so ja, 4, 5 und das Höchste waren so 7, 8. Das heißt, es ist so ganz gut in der Mitte. Beziehungsweise, das ist sogar ziemlich weit unten. Genau. Ja, 5460 Grad Celsius erreicht, also das war auf jeden Fall eine ganze Menge. Und dann gehen wir zurück zum Weltraumzentrum. Fliegen wir nach Europa. Dazu müssen wir hier unsere Flugbahn noch etwas verringern, sodass sie sich mit der von Europa schneidet. Und zwar genau so. Dann beschleunigen wir die Zeit bis zur Höhe von Ganymed, einfach damit wir so einen gewissen Puffer dazwischen haben. Und jetzt fliegen wir zum Jupiter. Der sollte dann auch hier irgendwo erscheinen, irgendwann. Da haben wir es, diesen gigantischen Einflussbereich. Jupiter ist natürlich der größte, der schwerste Planet von allen. Dementsprechend hat er eben so einen gigantischen Einflussbereich. Beschleunigen wir die Zeit bis zur Periapsis. Und dann drehen wir uns entgegen der Fallrichtung. Da können wir auch noch ein bisschen weiter gehen. So, wunderbar. Und dann starten wir die Triebwerke und lassen die laufen, bis wir hier eine Flugbahn um den Jupiter herum erhalten. Wir können auch noch ein bisschen weiter gehen. So, wir verwenden dadurch natürlich eine ganze Menge Treibstoff. Aber wir haben halt vergleichsweise noch viel Treibstoff übrig. Dann klicken wir hier auf Europa und jetzt suchen wir nach einem geeigneten Transferfenster. Die entstehen häufig, so aus Erfahrung quasi, wenn man über die Flugbahn des Mondes oder des Planeten drüber kreuzt. Also entweder von drüber nach drunter oder von drunter nach drüber. Und hier wäre halt die nächste Möglichkeit. Deshalb beschleunigen wir mal die Zeit dorthin. Wunderbar. Und da haben wir hier diese 0,14 Meter pro Sekunde, die wir beschleunigen müssen. Das ist natürlich im Grunde gar nichts. Ja? Also hier diese ba paar Eingaben durch unsere RCS-Düsen, die haben das schon geregelt. Und da haben wir auch schon eine Begegnung. Ganz wichtige Anmerkung. Wenn wir hier mal zu den Einstellungen gehen, dann seht ihr hier die Anzahl an Orbitallinien, die ist auf 4. Ich glaube, standardmäßig ist die auf 3 und ihr seht im Hintergrund, diese eine Bahn verschwindet. Diese Bahn, die dort angezeigt wird, zeigt uns quasi an, was für einen Effekt unser Swing-by-Manöver hat. Ja, man kann das natürlich auf höhere Werte packen, aber das erhöht einfach nur unnötig die Berechnungszeit. Daher können wir das auch einfach lassen. 4 ist auf jeden Fall schon mehr als genug. Und dann gehen wir hier nach Europa, fokussieren das und bringen uns jetzt quasi gegen den Uhrzeigersinn um eine Flugbahn, also genau so.
Und wenn wir hier mal rausschauen, dann seht ihr, wir sind hier gerade auf einer Höhe von, ja, sagen wir 740.000 Kilometer, so ungefähr. Und hier haben wir dann etwa 430.000. Ja, also es ist schon ein gewisser Unterschied, der da an Höhe ausgemacht wird. Und falls ihr euch erinnert, wie viel Treibstoff wir verwendet haben, das war im Grunde gar nichts. Ja, dazu sind die Swing-By-Manöver gut, um Treibstoff einzusparen. Und das haben wir halt auch tatsächlich nötig. So, ich versuche noch ein bisschen näher zu kommen, aber Europa ist einer der sehr leichten Monde, zumindest von Jupiter-Monden. Daher werden wir zumindest hier bei den ersten paar Malen noch die Zeit bis zur Hälfte quasi beschleunigen. Dann hat die RCS-Eingaben, die wir geben, einen geringeren Effekt. Ja? Also wenn wir jetzt hier hin und her gehen, dann seht ihr schon, da passiert viel, viel weniger als vorher. Dann würde ich sagen, machen wir das erstmal auf 250, beschleunigen wir die Zeit bis zum Einflussbereich von Europa. Wunderbar. Dann fokussieren wir es auch mal. Und jetzt zoomen wir so nah ran wie nur möglich, verringern dann unsere Flugbahn dementsprechend auch noch ein bisschen. Also etwa so. Das kann man dann ganz gut erkennen. Wunderbar. Ihr müsst natürlich dafür sorgen, dass ihr nicht auf der Oberfläche aufprallt. So, und dann können wir hier mal rauszoomen. Und da haben wir die Oberfläche. Wir fliegen jetzt ganz schön dicht daran vorbei. Ja, also das könnte schon ziemlich gefährlich werden. Und wenn wir rauszoomen, da haben wir hier Europa. Das ist ein Eismond mit möglicherweise einem kilometertiefen Ozean darunter, welcher vielleicht auch Leben enthält. Ja, also wenn es außerirdisches Leben gäbe, dann könnte es hier mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas geben. So, dann beschleunigen wir die Zeit bis außerhalb des Einflussbereichs. Und ihr seht, wir haben direkt ein neues Transferfenster. Und das machen wir jetzt erstmal für eine Weile. Ja? Weil das ein relativ kleiner Mond ist, müssen wir das ein bisschen öfter machen. Der Gravitationseinfluss quasi ist nicht ganz so stark wie bei den anderen Monden. Zumindest nicht wie bei den äußeren. Daher würde ich sagen, braucht man hier so, keine Ahnung, 8 bis 10 oder so, ja, um das zu machen. Dann muss man das dementsprechend recht oft machen. Ja. Es braucht halt einfach ein bisschen länger Zeit als bei den anderen. Es gibt noch ein paar Stellen, wo man ein bisschen aufpassen sollte. Ihr seht hier zum Beispiel plus 35 Meter pro Sekunde. Das würde natürlich hier unsere Flugbahn deutlich erhöhen. Das wollen wir nicht. Ja? Das würde unseren Fortschritt ja kaputt machen. In den Fällen warten wir einfach noch ein, zwei Orbits ab, je nachdem. Und suchen dann eben nach geringeren Werten, die vorzugsweise negativ sind, damit wir abbremsen können und unsere Bahn verkleinern können. Aber auch sowas hier schon, ja, plus 3,8. Das ist vergleichsweise wenig. Ja. Wir hatten 35, jetzt haben wir 3,8. Das ist fast ein Zehntel. Also das kann man dann ruhig machen.
es wird langsam Zeit, dass wir die Booster abwerfen, weil da gar kein Treibstoff mehr drin ist. Den restlichen Treibstoff können wir einfach transferieren. Hier sind dann noch 97% übrig. Und jetzt müssen wir uns auf einen Kollisionskurs bringen, damit die Booster kaputt gehen. Das sieht dann ungefähr so aus. Sollte schon ein solider Kollisionskurs sein, ja. Also sollte nicht zu knapp sein, sonst springen die Teile einfach ab und fliegen wieder irgendwo hin ins All. Machen das also einfach mal so. Und jetzt drehen wir uns radial auswärts. Stellt euch mal vor, wir würden hier etwa sein und wir würden einfach vom Planeten weg zeigen. Dann wäre das nach oben rechts, ja. Beziehungsweise an der Periapsis, wenn wir das dort machen würden. Dann würden wir einfach nach oben rechts zeigen. So wird das dann eben bezeichnet, radial auswärts. Und dementsprechend drehen wir uns hier nach oben rechts. Eine andere Möglichkeit, um das quasi festzustellen, ist, wenn wir gegen den Uhrzeigersinn um den Planeten herumfliegen, dann müssen wir die Fallrichtung nehmen und davon 90 Grad nach rechts. Ja? Und wenn wir im Uhrzeigersinn herumfliegen, dann ist es die Fallrichtung mit 90 Grad nach links. Ja? Wir sind hier gegen den Uhrzeigersinn, daher 90 Grad nach rechts. Dann sieht das etwa so aus. Und dann können wir hier auch die Stufe abtrennen. So, die beiden Booster fallen jetzt schon Richtung Oberfläche. Wenn wir uns die Flugbahn anschauen, die treffen beide auf die Oberfläche auf. Und jetzt können wir hier unsere Bahn wieder etwas erhöhen. Wunderbar. Das ist ganz in Ordnung. Wenn wir dann die Zeit beschleunigen, dann werdet ihr sehen, wie die beiden Raketenstücke aufprallen. Beide sind kaputt und beide sind auch verschwunden. Es könnte sein, dass ein paar Teile liegen bleiben. Die könnt ihr dann einfach zerstören. Ich meine, die sind ja auf der Oberfläche aufgekommen. Also ist das in dem Fall schon völlig irrelevant. Und dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen weiter. Wir sind schon relativ dicht dran. Ich würde vielleicht noch eins oder zwei machen, um die Apoapsis irgendwo zwischen Europa und Ganymed zu bringen. Also schon noch ein bisschen tiefer. Aber an sich sind wir schon kurz davor zu landen. Hin und wieder gibt es Begegnungen mit anderen Monden, die so durch Zufall passieren. Wenn man vor allem nach Io oder nach Europa möchte, kann es häufiger passieren, dass Ganymed oder Callisto irgendwie dazwischen kommen. Die könnt ihr natürlich gerne nutzen, wenn sie euch etwas nutzen. Ich habe das hier wahrscheinlich etwas zu spät gemerkt, daher werden wir hier kaum noch was mit anfangen können. Da brauchen wir dann eine Menge Treibstoff, um irgendwas Großartiges zu machen. Daher nehme ich hier dieses kleine Vorbeifliegen einfach mit. Ich werde jetzt doch schon zur Landung ansetzen. Ihr seht, die Periapsis ist auf der Höhe von Io, die Apoapsis ist auf der Höhe von Ganymed. Dementsprechend ist das halt schon relativ ähnlich von den Höhen her. Also wenn wir jetzt hier rausgehen würden, hätten wir quasi eine perfekte Resonanz mit Europa. Das bedeutet quasi, dass wir eine Umlaufbahn brauchen, während Europa eine Umlaufbahn braucht. Und dann kann es zum Teil sehr schwer werden, irgendwelche Transferfenster zu bekommen, die nicht extrem viel Treibstoff benötigen. Das habt ihr auch gerade eben schon gesehen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich dann ein Transferfenster bzw. eine Begegnung bekommen habe. Das ist zum Teil recht schwierig dann, wenn es so eine Resonanz gibt. Ich werde jetzt hier gleich landen. Bereitet euch schon mal vor, dreht euch entgegen der Fallrichtung. Und sobald wir hier bei den 5 Kilometern Höhe ankommen, starten wir die Triebwerke. Wir müssen natürlich versuchen, die Periapsis auf einer konstanten Höhe zu halten. Das heißt, sie sollte nicht allzu stark ansteigen, aber auch nicht allzu stark absinken. Und dann müssen wir hier halt unsere Geschwindigkeit reduzieren, bis wir eine Flugbahn um Europa herum bekommen. Und das benötigt natürlich eine ganze Menge an Treibstoff. Wunderbar. Dann beschleunigen wir die Zeit bis zur Apoapsis, um unsere Periapsis wieder zu erhöhen. Das heißt, wir geben hier ein kleines bisschen Gas. So, es war tatsächlich schon ein bisschen zu viel. Geben wir ein Stück zurück. Das ist ganz in Ordnung. Und dann beschleunigen wir auch hier wieder die Zeit, bis wir an der Periapsis ankommen.
Dann landen wir jetzt, müssen quasi unsere gesamte horizontale Geschwindigkeit loswerden. Und sobald wir quasi dicht dran sind, sollten wir uns auch schon drehen. Drehen, 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 drehen. Wir wollen ja hier nicht auf die Oberfläche prallen. Dann gehen wir auf Sichtanflug und verlangsamen, bis wir hier schön sanft auf der Oberfläche ankommen. Und da sind wir auf der Oberfläche von Europa gelandet. Wunderbarer Anblick. Dann starten wir wieder. Wir drehen uns quasi vertikal hin, fahren die Landebeine ein und wir verlassen so direkt den Einflussbereich von Europa. Noch ein bisschen. Und da haben wir den Fluchtpunkt. Und dann beschleunigen wir die Zeit bis zur Apoapsis. So, die Navigation können wir auch schon beenden. Drehen uns in Fallrichtung. Und dann starten wir kurz die Triebwerke, damit wir hier keine Begegnung mehr mit Europa bekommen. Dann zoomen wir raus, bis wir die Erde sehen können. Klicken auf Navigation. Und wir haben hier jetzt schon ein Transferfenster, ist aber nicht besonders effizient, wie ihr sehen könnt. Wir gehen unter die Bahn von der Venus, unter die Bahn von Merkur. Dementsprechend brauchen wir da deutlich mehr Treibstoff als eigentlich nötig. Daher beschleunigen wir einfach die Zeit bis zum nächsten Transferfenster. Und das ist dann effizienter. Und dann beschleunigen wir auch hier wieder die Zeit, bis wir beim Transferfenster sind. Dann drehen wir uns nach links. Und dann starten wir die Triebwerke. So, wunderbar. Und da haben wir auch schon direkt eine Begegnung mit der Erde. Tatsächlich werden wir auch hier ein Flyby haben, damit wir einfach die Geschwindigkeit einfach ein bisschen reduzieren können. Wir haben sehr wenig Treibstoff noch, aber das sollte an sich trotzdem noch klappen. Machen wir das erstmal so. Und dann beschleunigen wir die Zeit bis zum Einflussbereich der Erde. Wir erhöhen hier die Periapsis zu knapp über 30 Kilometern Höhe, damit wir einfach nicht in die obere Atmosphäre eintreten. Wenn wir hier mal rausschauen, dann seht ihr, was wir für eine Flugbahn bekommen. Die ist etwas größer, als wenn wir vom Mars kommen würden. Also ja, da sollten wir uns dann einfach an die Eintrittshöhen vom Mars halten. Höher als 15 Kilometer sollten wir auf jeden Fall sein. So, 27,8 Meter pro Sekunde. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Delta V überhaupt noch haben. Das ist auf jeden Fall sehr wenig. Ja. Also das ist im Grunde die schwierigste Mission, die man machen kann. Okay, es hätte gereicht, wenn ich nicht so unnötig viel Treibstoff verschwendet hätte jetzt. Aber gut, das reicht auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, so können wir das reduzieren. Wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Machen wir es erstmal auf die Höhe und beschleunigen auch hier wieder die Zeit bis zum Einflussbereich der Erde. Also hier reduzieren wir dann unsere Flugbahn viel tiefer als, also ich würde auf jeden Fall nicht bis zu 15 Kilometer runtergehen, ich mache das hier auf 16, weil wir hier mit einer sehr hohen Geschwindigkeit eintreten werden. Und dann beschleunigen wir die Zeit bis kurz vor der Atmosphäre. Oder direkt in die Atmosphäre. Wir koppeln ab und drehen uns entgegen der Fallrichtung. Und dann haben wir hier so ein kleines Feuerwerk zum Ende. Und jetzt schaut euch mal die Temperatur vom Hitzeschild an. Die steigt ziemlich schnell. Wir sind schon bei 5200, 300, 400, 5500. Also es ist schon ziemlich hoch, ja.
Bei 500 Metern öffnen wir dann den Fallschirm. Und sobald wir 200 Meter erreichen, können wir den Hitzeschild abtrennen. Somit haben wir nur noch zwei Teile. Da ist er gerade auf dem Boden aufgekommen. Und da landen wir. Erfolg abgeschlossen, Landung und Rückkehr. Auf der Oberfläche von Europa landen und sicher zurückkehren. Wunderbar. Da haben wir jetzt, eine ganze Menge Flybys, Swingbys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nee, 10. 10 Flybys und einmal von Ganymede, aber das war wirklich nur ein kleines bisschen, daher sehe ich das nicht. 10 Stück insgesamt. Die maximale Temperatur war 5538 Grad Celsius. Also, ja, schon sehr dicht daran, dass der Hitzeschild kaputt geht. Die Kapsel selber hat auch noch eine Hitzeresistenz von 1000 Grad Celsius, aber die werden natürlich auch sehr schnell aufgeheizt. Daher, wie gesagt, würde ich nicht viel tiefer gehen, als ich es getan habe. Wunderbar, dann wäre es das. Ja, dann können wir das einsammeln und zurück zum Weltraumzentrum. Fliegen wir zu Io. Dazu müssen wir hier unsere Bahn noch etwas verringern. Und zwar so weit, dass sie sich mit der von Io schneidet. Sie sollte sich nicht zu stark schneiden, das habe ich quasi experimentell herausgefunden. Das heißt, so ist es auf jeden Fall schon genug. Dann beschleunigen wir die Zeit, bis wir auf der Höhe von Europa sind, aber damit wir so einen kleinen Puffer dazwischen haben. Und jetzt fliegen wir erstmal noch zum Jupiter. Da sehen wir schon diesen gigantischen Einflussbereich. Jupiter ist natürlich auch der größte, der schwerste Planet von allen. Dementsprechend hat er so einen großen Einflussbereich. So, beschleunigen wir die Zeit bis zur Periapsis. Und dort drehen wir uns dann entgegen der Fallrichtung. Und dann bremsen wir ab, und zwar so lange, bis wir einen Orbit um Jupiter herum bekommen. So, ich würde etwa auf 1 Million Kilometer gehen. Also in etwa so. Dann gehen wir auf Io und sagen Navigation. Es gibt jetzt, aus Erfahrung quasi habe ich das herausgefunden, zwei Möglichkeiten, wo man sehr gut Transferfenster bekommen kann. Und zwar immer dann, wenn man über die Bahn des Mondes, des Planeten drüber kreuzt. Zum Beispiel von drüber nach drunter, beziehungsweise von drunter nach drüber. Und das können wir auch einfach austesten. Sobald wir hier drüber gehen, plopp, haben wir ein Transferfenster. Minus 0,06 Meter pro Sekunde. Das ist eine wirklich winzige Menge an Treibstoff, die wir dafür benötigen. Mit zwei kleinen Impulsen haben wir auch schon die Begegnung. Wir beschleunigen die Zeit bis zur Apoapsis. Und jetzt ist ganz wichtig anzumerken, wenn wir mal zu den Einstellungen gehen, dass die Anzahl an Orbitallinien mindestens auf 4 ist. Ich packe das mal auf 3. Und dann seht ihr, im Hintergrund ist da eine Flugbahn weniger. Damit könnt ihr erkennen, welche Effekte quasi euer Swingby-Manöver auf eure Flugbahn hat. Ihr könnt es gerne auf höhere Werte packen. Das braucht dann halt einfach mehr Rechenzeit. Ja, also ich weiß nicht genau, wozu man das braucht. Ich würde es auf jeden Fall mindestens auf 4 machen. Dann gehen wir zu Io, fokussieren Io. Und wir spielen jetzt einfach mal mit der Bahn ein bisschen herum. Ihr habt bestimmt schon das Swingby-Tutorial gesehen. Und dort war es halt so, wir treten hier quasi von unten in den Einflussbereich ein. Ihr seht ja hier die Periapsis, die ist niedriger als die Flugbahn von Io. Dementsprechend müssen wir gegen den Uhrzeigersinn um Io herumfliegen, um abzubremsen. Und das ist jetzt hier noch nicht ganz optimal, aber ihr seht schon, was für einen gigantischen Effekt das hat. Wir spulen die Zeit mal ein bisschen vor, einfach damit die Effizienz quasi unserer RCS-Triebwerke abnimmt, damit wir etwas genauere Eingaben machen können. Und das ist schon ziemlich gut. Und ihr seht, was für einen Effekt das auf unsere Bahn hat. Dann fokussieren wir mal Io und versuchen das nochmal ein bisschen genauer zu machen. Io ist halt ein relativ leichter Mond, deshalb kriegen wir das hier nicht ganz perfekt hin. Dann beschleunigen wir die Zeit bis zum Einflussbereich von Io. Dort sind unsere RCS-Düsen eben noch ein bisschen ineffizienter und dementsprechend können wir noch genauere Angaben machen. Wir zoomen so nah ran, wie es geht und verringern dann die Höhe so extrem dicht über die Oberfläche, sodass wir gerade so keinen Kollisionskurs bekommen. So kriegen wir quasi das Maximum daraus.
Und damit haben wir unseren ersten Flyby hier. Da sehen wir auch schon die Oberfläche sehr hügelig. Ja? Also es wird recht schwer hier drauf zu landen. So ein kleiner Fakt über Io ist, es gibt einen sehr starken Vulkanismus auf Io. Das liegt primär daran, dass es der innerste aller Monde ist. Ja? Und dementsprechend wird er durch Jupiter ganz schön durchgeknetet und hat dann halt eben sehr viele geologische Aktivitäten. So, wir haben direkt wieder ein weiteres Transferfenster bekommen. Und das wiederholen wir jetzt ein paar Mal, so etwa 10 Mal, vielleicht auch ein bisschen öfter. Weil Io halt so klein ist, muss man das ein bisschen öfter machen im Vergleich zu den anderen Monden. Das ist merkwürdig. Ihr seht hier, wie die Oberfläche komplett gerade runter geht. Das schauen wir uns mal an. Das ist mir tatsächlich bisher auch noch nicht aufgefallen. Man muss wahrscheinlich schon recht schnell und gut gucken, damit man das mitbekommt. So, 3, 2, 1. Schaut auf die Oberfläche. Ja, ganz schön merkwürdig. Oder warum auch immer das passiert, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil da nicht richtig Planet Editing betrieben wurde. Hoppla. Naja, passiert. Ja, irgendein Rundungsfehler bei den Breiten in der Datei von Io. Aber naja, dann ist es halt so ein Easter Egg, was man finden kann. Manchmal kommt es vor, dass hier etwas höhere Werte stehen. In dem Fall würde ich es wahrscheinlich schon noch machen, wenn es ein negativer Wert wäre. So, wenn wir das jetzt beschleunigen würden, die Geschwindigkeit dazugeben würden, das würde ja unser Fortschritt so ein bisschen kaputt machen. Ja? Also wir würden wieder unsere Apoapsis erhöhen und das wollen wir ja gerade nicht. Daher würde ich sagen, einfach mal ein bisschen Geduld haben und dann seht ihr hier, haben wir direkt einen negativen Wert und der Betrag ist quasi auch noch kleiner, heißt insgesamt weniger Treibstoff verwendet, plus ihr macht ein bisschen Fortschritt. Ja? Also das kann auch ein paar Mal öfters dauern, ein paar Mal kann es auch länger dauern, ja? Ein paar Mal müsst ihr auch mehrere Orbits machen, damit es klappt, aber in den meisten Fällen geht das dann relativ zügig voran. Das ist interessant, das ist tatsächlich auch noch nicht vorgekommen bei mir, dass wir hier quasi zwei Begegnungen direkt hintereinander bekommen. Jetzt können wir natürlich diese eine Begegnung optimal machen. Allerdings können wir auch sagen, dass wir beide optimal machen wollen. Und, Moment, wir treffen danach hier von oben auf Io. Das heißt, dort müssen wir tatsächlich auf die andere Seite. Das heißt, so wäre es tatsächlich schon ziemlich optimal, ja, wenn wir jetzt hier so einen Flyby machen.
oder ein Swing by und direkt danach in die andere Richtung. Kein Treibstoff mehr. Das bedeutet, dass wir die Booster bald loswerden müssen. Zunächst müssen wir aber wieder eine Begegnung bekommen und die sollten wir auch gleich haben. Genau. So, wir können das noch ein bisschen weiterführen. Mal schauen, in welche Richtung das geht. Okay, dann drehen wir das schnell mal in die andere Richtung. Auch wieder hier. Genau dasselbe wie zuvor. So, dieses Mal wollen wir eine Begegnung haben, einen Kollisionskurs mit Io, damit wir die Booster loswerden können. So. Und jetzt drehen wir uns folgendermaßen, nämlich 90 Grad nach rechts von Pfeil aus. Diese Rotation hat tatsächlich eine spezielle Bezeichnung, und zwar radial auswärts. Wenn wir uns hier mal auf der Karte das anschauen, theoretisch, wenn man sich anschaut, wo die Periapsis gerade ist, ja, dort irgendwo zwischen diesen beiden Punkten, wenn wir vom Planeten wegzeigen, dann würden wir nach oben rechts zeigen, okay? Und das wird auch radial auswärts bezeichnet. Wenn wir in Richtung Planeten zeigen würden, dann wäre es radial inwärts, ja? Und in dem Fall können wir hier die beiden Booster einfach abkoppeln, ohne dass mit den Bahnen viel passiert, ja? Der obere Booster hier, der wird ein bisschen beschleunigt, knallt auf die Oberfläche. Der untere Booster, der wird abgebremst, knallt aber auch noch auf die Oberfläche. Und wir zeigen schon in die richtige Richtung, dass wenn wir die Triebwerke hier hinten starten, dass wir einfach von dem Kollisionskurs wegkommen. Ja? Das ist übrigens nur so, wenn man gegen den Uhrzeigersinn rumfliegt. Wenn man im Uhrzeigersinn rumfliegt, dann muss man quasi die Fallrichtung nehmen und 90 Grad nach links. Dann koppeln wir die ab, starten wir die nächste Stufe. Und wenn wir uns das mal anschauen, das prallt auf die Oberfläche. Das prallt auf die Oberfläche, wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass wir nicht auf die Oberfläche prallen. Machen wir das mal mit, keine Ahnung, 150, 200. Ja, machen wir so, 185. Und dann beschleunigen wir die Zeit. Ist auch gut, wenn ihr das früh genug macht, dann könnt ihr nicht von den Trümmern getroffen werden. Und wenn alles gut verläuft, dann prallen die auf der Oberfläche auf und gehen direkt kaputt. Ganz genau. So, und da sind wir jetzt, oha, bisschen laggy, über Io und fliegen weg. Die Trümmer sind inzwischen auch verschwunden. Weil wir quasi außerhalb des Bereichs waren, wo die Physik quasi berechnet wird. Und dann sind die einfach auf den Boden aufgekommen und wurden gelöscht. Beschleunigen wir die Zeit. Und da machen wir jetzt hier noch ein Stückchen weiter. Es dauert natürlich jetzt auch immer länger, bis man die passenden Transferfenster bekommt. Und eine wichtige Sache, die bei Io merkwürdigerweise noch viel wichtiger ist als bei allen anderen, die Höhe der Periapsis sollte nicht allzu tief sein. Ja? Bei den anderen Planeten, gut, dann gehen wir zum Beispiel zu Ganymed, dann geht die Bahn unter die
Nachbarn von Europa. Aber bei Io ist es so, da ist Jupiter. Das ist ein riesengroßer Planet mit einer Atmosphäre. Ja? Und dementsprechend würde ich euch empfehlen, hin und wieder, wenn ihr Probleme habt, irgendwie eine Periapsis, ein Transferfenster zu bekommen, die Periapsis so ein bisschen anzuheben. Nicht viel, es benötigt eine Menge Treibstoff, aber einfach so ein kleines bisschen, damit ihr hier aus diesem Zyklus herauskommt. Weil wir machen hier irgendwie, wir können es mal anschauen, wir brauchen eine Umdrehung. Und wie lange bewegt sich Io in der Zeit? Etwa 1,5 Mal. Ja? Daher haben wir hier so eine orbitale Resonanz. So, noch eine weitere Sache, die bei den inneren Monden häufig mal vorkommt. Flybys, Swingbys bei anderen Planeten. Die kann man natürlich auch nutzen. Ich habe versucht, die jetzt eigentlich zu vermeiden. Aber da haben wir jetzt wohl keine andere Wahl. Mal schauen, was das da für einen Effekt hat. Das verändert unsere Bahn kaum. Keine Ahnung. Wenn wir in die andere Richtung gehen, mal schauen, was da passiert. Ich habe auf jeden Fall nicht wirklich bemerkt, dass sich da groß was verändert hat. Wie sieht es hier aus? Nicht viel anders. Die Periapsis ist ein bisschen höher. Also, wie gesagt, ist ganz nützlich. Dann machen wir das einfach mal. Ich werde das dann auch später bei den Anzahlen an Swingbys mit hinzuzählen. Auch wenn das hier natürlich nicht das Ziel war. So, wir werden jetzt langsam zur Landung ansetzen. Ihr seht es, Apoapsis, Periapsis, die sind jetzt in sehr ähnlichen Abständen zur Bahn von Io. Daher würde ich hier auch nicht viel weitermachen. Und zwar werden wir jetzt in einen sehr elliptischen Io-Orbit eintreten. Dazu drehen wir uns schon mal entgegen der Fallrichtung. Die Periapsis muss natürlich wieder auf der passenden Höhe sein. Tatsächlich können wir die auch noch ein bisschen niedriger machen. Also so. Und dann beschleunigen wir die Zeit bis zu 5 Kilometern Höhe. Und sobald ihr dort angekommen seid, müsst ihr die Triebwerke anschalten. Und natürlich dafür sorgen, dass die Periapsis nicht verschwindet, weil sonst prallt ihr auf die Oberfläche. So. Sollte immer dieselben Werte etwa beibehalten. Es wäre besser, wenn es ein bisschen ansteigt, als dass es ein bisschen absinkt. Die Bahn verändert sich hier natürlich, wie ihr sehen könnt. Und dann kriegen wir hier gleich einen Orbit um Io. Wunderbar. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich habe es nicht ganz gesehen, aber wir sind fast an den Berg geprallt. Also, wir müssen da wirklich ein bisschen aufpassen. So, die Periapsis ist sehr, sehr niedrig. Das bedeutet für uns, wir müssen sie erhöhen. Und das machen wir am besten an der Apoapsis. Und dafür müssen wir jetzt hier noch ein bisschen warten. Wunderbar. Dann erhöhen wir das hier wieder. Und dann beschleunigen wir auch wieder hier die Zeit bis zur Periapsis.
und gehen dann jetzt in den Landeanflug über. Wir haben noch 60%, ihr solltet auf jeden Fall noch einiges an Treibstoff übrig haben. 60% ist da ganz in Ordnung. Falls ihr jetzt zu wenig Treibstoff habt, müsst ihr leider wieder zurückgehen, praktisch bis zum Anfang, und das einfach nochmal versuchen. So, wir sind gleich bei der Periapsis. Das bedeutet, wir können jetzt die Triebwerke starten. Und dann versuchen wir, an einem möglichst flachen Ort zu landen. Das wird hier relativ schwer werden. Mal schauen. Wir müssen natürlich unsere gesamte horizontale Geschwindigkeit loswerden. Und das sieht so aus, als wenn wir es hier schaffen. So, jetzt müssen wir uns ganz, ganz schnell nach links drehen, sodass wir vertikal landen können. So, ich glaube, wir haben hier ein bisschen Glück mit der Oberfläche. Es kann natürlich deutlich schlimmer kommen. Ja. So. Okay. Klonk. Auf der Oberfläche von Io gelandet. 43%, okay. So viel solltet ihr auf jeden Fall noch haben. Ja, am besten sogar mehr. Also, dann zoomen wir mal raus und dort haben wir Io. Grün und gelb und rot und braun und ja, nicht besonders appetitlich. Sind halt einfach die vulkanischen Aktivitäten auf Io. Dann heben wir wieder ab, erhöht den Schub, dreht euch vertikal nach oben, fahrt die Landebeine ein. Und wir machen keinen Orbit um Io, wir verlassen einfach direkt den Einflussbereich. Das heißt, wir geben hier Gas, bis unsere Bahn zu einem Jupiter-Orbit führt. Oh, noch ein bisschen weiter, so, damit wir nicht aus Versehen wieder von Io eingefangen werden. Und dann beschleunigen wir hier die Zeit bis zur Apoapsis. An der Apoapsis beschleunigen wir dann, sodass wir keine Begegnung mehr mit Io bekommen können. Dann zoomen wir raus, gehen zur Erde, navigieren zur Erde. Das ist kein besonders guter Flugpfad. Ihr seht, wir gehen unter die Bahn der Erde, ineffizient. Wir gehen unter die Bahn der Venus, ineffizient. Und wir gehen sogar unter die Bahn vom Merkur. Ja? Statt einfach hier direkt zur Erde zu gehen, gehen wir sehr viel tiefer. Das braucht deutlich mehr Treibstoff. Dementsprechend ineffizient. Wir warten also einfach bis zum nächsten Transferfenster. Und das haben wir hier. Ihr seht, wir gehen genau zur Erde, also deutlich effizienter. Wir beschleunigen die Zeit bis kurz vor dem Transferfenster. Und dort drehen wir uns dann in Fallrichtung. So, 28% übrig. So viel solltet ihr auf jeden Fall noch haben. Ich glaube, das Minimum, was ich bisher hatte, war 30. Also, mal schauen. So, wir können noch ein bisschen weiter gehen. Genau. So, dann starten wir mal die Triebwerke. Und wir können auch die Zeit beschleunigen. Schon mal rauszoomen. So, Schub reduzieren, damit wir nicht drüber hinwegfliegen. Und jetzt brauchen wir eine sehr niedrige Bahn. Kaum noch Treibstoff übrig. Hoppla, so. Und wir haben eine Begegnung mit dem Mond, das ist eher weniger nützlich. Dann beschleunigen wir einfach mal die Zeit bis zum Einflussbereich der Erde. Wunderbar, da hätten wir es. Und dann verringern wir unsere Bahn. So, dass wir in die Atmosphäre eintreten. Ihr solltet auf jeden Fall nicht unter 15 Kilometern Höhe kommen, weil wir sonst dann einfach verglühen.
Ich versuche das hier gerade auf 16 zu bekommen, aber es will nicht unbedingt. Dann machen wir eben 16,6. Das wird auch schon sehr, sehr heiß werden. Ja, also muss man trotzdem aufpassen. Oh, das war ein bisschen zu tief. Dann drehen wir uns. Und da haben wir so ein kleines Feuerwerk zum Schluss. Schaut euch mal die Temperatur vom Hitzeschild an. Es waren irgendwie 5550 Grad Celsius, also eine ganze Menge. Aber wenn die tiefer geht, dann verglüht der Hitzeschild einfach. Und das wollen wir natürlich nicht. So, bei 500 Metern öffnen wir den Fallschirm und bei 200 Metern trennen wir den Hitzeschild ab. Der fällt dann Richtung Boden, klonk, und dann landen wir ganz sanft auf der Oberfläche. Erfolgreich abgeschlossen, Landung und Rückkehr. Auf der Oberfläche von Io landen und sicher zurückkehren, haben wir geschafft. So, da haben wir eine ganze Menge Flybys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Also schon eine ganze Menge. Ja. Io ist halt eben so ein leichter Mond, da muss man das öfters machen. 5558 Grad Celsius, also hat nicht mehr viel gefehlt, bis das ganze Ding verglüht wäre. Dann sammeln wir ein und gehen zurück zum Weltraumzentrum. Und da haben wir es. Wir haben alle Folge vollkommen fertig gemacht. Ihr seht Io, Europa, Ganymede und Callisto. Wir sind auf allen Monden gelandet. Wunderbar. Und damit hätten wir jetzt auch alle Achievements, beziehungsweise alle Challenges, zumindest fürs Erste. Ja, das könnte noch weitere geben, wenn es zum Beispiel weitere Planeten gibt, wie Saturn zum Beispiel. Die schaue ich mir dann natürlich auch nochmal an. Aber fürs Erste war es das dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!